Ist sie unglücklich gestürzt? Sieht nicht so aus, nein. Etwa Mord? Höchstwahrscheinlich ja. Vielleicht ist der Täter noch hier. Das glaube ich kaum. Wen rufst du denn an? Die Polizei natürlich. Moment, Charlotte. Lass uns erst überlegen. Was denn? Du hast die Leiche allein entdeckt. Wir müssen behaupten, wir hätten sie zu dritt gefunden. Dr. Niederbühl hier. Ich möchte einen Todesfall melden. Im Fürstenhof. Wahrscheinlich Mord. Entschuldige, ich habe versucht, leise zu sein. Wann bist du denn gekommen? Weiß ich nicht genau. Ungefähr vor einer halben Stunde. Was hast du so lange gemacht? Ich muss noch was erledigen. Du sahst so süß aus. Ich wollte dich nicht wecken. Das ist lieb von dir. Ja. Ich bin der Liebste der Welt. Absolute Diskretion. Die Gäste sollen so wenig wie möglich belästigt werden. Ja. Und, hat er was gesehen? Er war im ersten Stock und hat einem Gast mit dem Fernseher geholfen. Hier konnte doch jeder unbemerkt rein und raus. Und Beatrice erschlagen. Hier, Nabber. Nabend. Nabend. Abend. Wieder mal ein Verbrechen am Fürstenhof. Haben Sie den Tod festgestellt? Stumpfes Schädeltrauma. Meiner Ansicht nach durch Fremdeinwirkung. Wenn Sie wollen, dass ich den Totenschein ausstelle. Erstmal interessiert mich, wer die Leiche gefunden hat. Sie alle zusammen? Nein, nur ich. Sie war ja Ihre Schwester. Mein Beileid. Danke. Wie kam es denn dazu, dass Sie Ihre Schwester so gefunden haben? Naja, Ich habe ein Geräusch in der Bar gehört. Um wie viel Uhr war das? 12:30. Können wir vielleicht woanders reden? Ja, natürlich, in meinem Büro. Brauchen Sie mich dabei? Nein, unser Gerichtsmediziner ist bereits unterwegs. Sobald wir Ihre Aussage brauchen, melden wir uns bei Ihnen. Gehen Sie ruhig schon mal vor. Ich muss noch kurz zu den Kollegen, ja? Ist Boris noch nicht da? Er hat doch gesagt, dass er spät kommt. Aber ich bin auch ein guter Babysitter. Tom schläft schon eine ganze Weile. Dann bist du genauso gut wie dieser Wunderschnuller. Hast du einen bekommen? Was? Ein Schnuller in der Nachtapotheke. Du warst echt ewig weg. Ach, das tut mir leid. Danke, dass du auf ihn aufgepasst hast. Ist alles in Ordnung? Du hast echt lang gebraucht. Einfach nur müde. Dann lasse ich euch jetzt allein. Mhm. Ich bringe euch morgen zum Frühstück Semmeln. Und dann erzählst du mir, was du die ganze Nacht getrieben hast. Tschüss, Tom. Verdächte diese Nullnummer am Ende noch dich. So, Frau Saalfeld,
Dann können wir jetzt starten. Ja, wie gesagt, meine Frau hat zwar die Sie sind jetzt nicht gefragt. Frau Saalfeld, ist es denn in Ihrem Sinne, dass Ihr Mann dabei ist? Ja. Gut, dann machen Sie uns doch bitte mal einen Kaffee. Frau Saalfeld, sind Sie denn überhaupt in der Lage, meine Fragen zu beantworten? Ihre Schwester tot. Das ist bestimmt ein schwerer Schock für Sie. Sicher. Dann berichten Sie mir doch mal bitte so genau wie möglich, was Sie gemacht haben, bevor Sie Ihre Schwester gefunden haben. Ich habe einen kurzen Nachtspaziergang gemacht. Das tue ich öfter. Als ich in das Hotel zurückkam und durch die Lobby ging, hörte ich plötzlich ein Geräusch. Hallo? Ein Rumpeln aus der Bar. Die Bar war schon geschlossen. Der Nachtportier nicht an seinem Platz. Also bin ich hineingegangen, um nachzuschauen. Da sah ich Beatrice. Am Boden. Beatrice. Kannst du mich hören? Ja, wir haben meine Frau gehört und sind dann sofort in die Bar. Wer ist wir? Also Dr. Niederbühl und Sie? Ja, Dr. Niederbühl und ich. Wir sind dann sofort zu Charlotte gelaufen und Dr. Niederbühl konnte nur noch den Tod von Frau Stahl feststellen. Haben Sie denn außer diesem Rumpler noch etwas gehört oder gesehen? Nein. Das war sicher der Mörder. Bitte, überlassen Sie die Ermittlungen uns, ja? Ich brauche eine genaue Liste von allen Angestellten, die heute Nacht im Hotel waren. Natürlich können Sie sofort haben. Und natürlich Einblick ins Gästebuch. Ist das unbedingt notwendig? Wir sind ein Fünf-Sterne-Haus. Wenn unsere Gäste mitbekommen, dass hier die Polizei... Auf Ihren guten Ruf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Unser Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass Frau Stahl erschlagen worden ist. Also, hier läuft ein Mörder frei herum. Schlaf ruhig weiter. Es war nur Boris, der nach Hause gekommen ist und ab jetzt auf uns aufpasst. Wenn ich nur an diese Frau denke. Haben Sie mal auf die Uhr gesehen? Was wollen Sie? Sie haben den Schnuller von Tom. Und den will ich zurück. Und zwar sofort. Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Frau Stahl wurde tot aufgefunden. In Ihrer Hotelbar. Sie wurde ermordet. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Unsere Kollegen haben diese Quittung hier bei ihr gefunden. Offenbar hat sie gestern noch ihre Hotelanteile verkauft. Und zwar an Sie. 2,5 Millionen Euro. Ist das richtig? Ja, und bevor Sie fragen, ich habe ihr das Geld in bar gegeben, in einer Reisetasche. Sie wollte das so. Wann und wo war das? Na, in der Hotelbar, also etwa um Mitternacht her. Na, etwa oder definitiv? Definitiv. Ich habe ihr die Reisetasche mit dem Geld gegeben, sie hat mir die Quittung unterzeichnet und dann bin ich wieder gegangen. Da war sie noch quicklebendig. Dann sind Sie wohl derjenige, der Frau Stahl zuletzt lebend gesehen hat. Du bist noch wach? Hast du schon gehört, was im Hotel passiert ist? Nein, ich komme gerade aus dem Frühstück. Beatrice Stahl wurde ermordet. Was?
Sie lag erschlagen in der Hotelbar. Die Charlotte hat sie gefunden und die Polizei ermittelt schon. Ich glaube, wir brauchen was Stärkeres fürs Dach. Und, hast du sie gesehen? Warst du da? Leider. Und, ich meine, weiß man schon, hat man einen Verdacht? Nein. Übrigens, dein Sohn war heute der Letzte im Bräustübe. Fabian. Hast du sonst noch einen? Und der hat sich ganz schön die Kante gegeben. Ja, und warum hast du mich nicht angerufen? Der hat den halben Abend diese Hexe verflucht. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass er den Tod wünscht. Er wollte direkt zu ihr und sie fertig machen. Ich habe ihn nach Hause geschickt, bevor er noch Unsinn macht. Weiß er, dass sie tot ist? Nein, ich sag's ihm morgen. Und als Mörder kommt ja wohl der halbe Fürstenhof in Frage. Ja, du, da war ich gut drin, sich Feinde zu machen. Ich glaube, es gibt keinen, der um sie trauert. Wer ist denn das? Frau Stahl. Angeblich wurde die Leiche gegen 12:30 gefunden. Wenn die Obduktion das bestätigt, gehen wir von 0:20 als Todeszeitpunkt aus. Wo waren Sie denn da? Ja, wieder hier. Können Sie das bestätigen? Ich habe geschlafen, als er kam. Also kein Alibi. Ich war im Bad unter der Dusche, direkt nebenan. Ich wollte Alicia nicht wecken, aber sie hat gesehen, wie ich aus dem Badezimmer gekommen bin. Ja, das stimmt. Gut, dann danke ich für Ihre Aussage. Ach, ich bräuchte noch eine genaue Beschreibung dieser Reisetasche. Bei der Leiche wurden nämlich keine 2,5 Millionen gefunden. Gut, wie du meinst, Desiree. Ich glaube, ich mache uns mal einen Tee. Bitte lieber einen Cognac. Ein Cognac. Es war mal ein kurzes Gespräch mit Desiree. Sie war nicht mal berührt. Vielleicht war sie zu geschockt. Als ich ihr gesagt habe, dass es Mord war, da hat sie gelacht. Und gemeint, da hätte endlich jemand dafür gesorgt, dass Beatrice für ihre Schandtaten bezahlt. Oh. Das ist aber bitter. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Sie will auch nicht zur Beerdigung kommen. Das soll alles ich organisieren. Sind wir doch mal ehrlich. Die Desiree war nie sonderlich zart beseitet. Da war sie ihrer Erzeugerin wahrscheinlich ähnlicher, als sie es selbst geglaubt hat. David ist da anders. Emotionaler. Auch wenn er seine Mutter am Schluss sehr gehasst hat. Aber du glaubst doch nicht, dass er heimlich zurückgekommen ist, um das zu vollenden, was er damals versäumt hat? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. David ist kein Mörder. Aber genauso wenig wie du. Werner, als Beatrice damals an den Fürstenhof kam, da habe ich mich so gefreut, endlich eine Schwester zu haben. Man soll ja nichts Schlechtes über Tote sagen, aber hätte ich damals geahnt, wie alles endet und dass sie mich umbringen wollte. Ja, niemand konnte wissen, was im Kopf dieser Frau vor sich ging. Allein, was sie der Frau Kessler angetan hat. Ja. Gut, dass sie niemandem mehr schaden kann. Tja, vor ein paar Stunden habe ich mir noch gewünscht, dass sie dafür bezahlt.
Aber doch nicht so. Als sie da rausgebracht wurde, da... Durch die Lobby. Unmöglich. Dana, ich habe gar nichts gefühlt. So wie jetzt auch. Ich bin ganz leer. Morgen. Oh, habe ich dich aus dem Bett geholt? Aus dem Bad. Eigentlich will ich zu Tina. Die ist noch in ihrem Zimmer und füttert den Kleinen. Nein, bin ich nicht. Tom ist satt und zufrieden. Hey. Semmeln, wie versprochen. Dann gehe ich mir mal die Zähne putzen. Ja. Und Schokohörnchen. Super, Boris hat schon Kaffee gemacht. Ist ja ein richtiger Schatz. Der Boris kocht Kaffee, spielt Bodyguard, besorgt Wunderschnuller. Hast du eigentlich einen bekommen? Was? Eine Ersatzschnuller aus der Nachtapotheke. Die Apotheke hatte gar keinen Nachtdienst. Da habe ich mich verguckt. Und als ich einen Ersatz gesucht habe, da bin ich zu... Boris, dein Handy klingelt! Guck mal, wer dran ist. Dein Papa. Wir werden ihn schon so früh. Ja? Moment, Moment. Sprich mal langsamer, was? Oh Gott. Ist das sicher? Okay. Ist was passiert? Frau Stahl wurde ermordet. Vielleicht weiß er David Hofer. Charlotte, ich glaube mir ja nein. Ihre Tochter? Die ist in Thailand. Kommt noch nicht mal zur Beerdigung. Sprecht über Frau Stahl? Entschuldigung, ich wollte nicht lauschen. Hier ist der Schichtplan fürs Restaurant. Danke. Und die Polizei, hat die schon eine Spur? Na, wenn dem so wäre, dann würden sie unsere Gäste nicht weiter panisch machen mit ihrer ständigen Fragerei. Was ist denn los mit dir? Musst du sie so abbügeln? Ich mache mir Sorgen. Um Susan? Um Charlotte. Sie hatte ein Motiv. Nur weil die beiden sich nicht grün waren, heißt es doch nicht, dass jeder, der sich mit seinen Geschwistern nicht versteht, ein Motiv hat. André, Charlotte wollte sich damals gar nicht selbst umbringen. Ihre feine Schwester hat sie die Schlucht runtergestoßen. Was? Charlotte konnte sich damals nicht daran erinnern, wegen der Amnesie. Aber Beatrice hat es gestern vor ihr selbst zugegeben, sie wollte Charlotte töten. Und wenn Meiser das erfährt... Und wenn noch dazu kommt, dass sie die Erste bei der Leiche war... Woher weißt du das denn schon? Von Michael. Hat sie dir gestanden? Sag mal, spinnst du? Sie war es nicht. Das versucht ihr doch gerade zu erklären. Sie hat ein Motiv und die Gelegenheit. Ach, Unsinn. Und sie hat sowas Ähnliches schon mal gemacht. Sie hat auf Friedrich Stahl geschossen. Ja, aber das war doch ganz was anderes. Ich sag doch nicht, dass sie Beatrice absichtlich umgebracht hat. Vielleicht war es ja ein Unfall. Also ich stelle mir das so vor. Charlotte sieht in der Nacht noch Licht in der Bar, will nachschauen und trifft dort überraschend auf Beatrice. Was machst du hier? Die Bar ist geschlossen. Willst du mich rausschmeißen? Ich werde dich anzeigen wegen versuchten Mordes. Mach nur. Du wirst nie beweisen können, dass ich dich die Schlucht hinuntergestoßen habe. Ich werde es versuchen. Schon vergessen, Schwesterherz. Ich komme immer davon. Charlotte sieht rot. Chin, chin. Stößt die Hufe. Ah! Sie fällt. Und dabei ist sie so unglücklich gestürzt, dass sie sofort tot war. Sie ist nicht gestürzt. Sie wurde erschlagen. Klingt doch aber logisch, oder? Charlotte hätte niemals so etwas Brutales getan. Vielleicht war es ja Notwehr. Die Welt kann froh sein, dass du Koch geworden bist, nicht Kommissar. Also, warum komme ich überhaupt zu dir?
Weil ich dein Bruder bin und euch niemals verraten würde. Wenn an deiner hanebüchenen Theorie etwas dran wäre, hätte Charlotte mir das erzählt. Sie würde mich nie anlügen. Hat die Polizei schon eine Vermutung, wer es war? Mein Vater sagt, sie befragen gerade alle Gäste. Ich soll sie beruhigen. Er macht sich Sorgen, dass die meisten abreisen. Kein Wunder. Da läuft ein Mörder frei rum. Was ist? Nichts. Ich muss los. So sollte niemand sterben müssen. Aber ich bin erleichtert. Es ist schlimm, sowas zu sagen, ich weiß. Das ist total verständlich. Oh, der arme Tom. Hast du jetzt einen Schnuller? Nein. Ich habe immer noch keinen gefunden. Ich probiere es einfach mal damit. Also die Clausens konnte ich gerade noch mal davon abhalten, abzureisen, aber... Viele befürchten, sie könnten ebenfalls ermordet werden, als wäre das hier ein Killerhotel. Oh, Sie sind sich nah und bitte die Gäste schon beruhigen. Er hat ein Händchen dafür. Ja, hoffentlich kann er auch diesen Kommissar einbremsen. Das ist echt eine Frechheit, wie der mich als Verdächtigen behandelt. Wundert dich das? Du hast einer Verbrecherin angeblich eine Tasche mit 2,5 Millionen Euro gegeben, die jetzt verschwunden ist. Was heißt denn angeblich? Ich habe sie ihr gegeben. Aber jetzt hat sie... Wahrscheinlich der Mörder. Und woher wusste der von dem Geld? Hast du nicht mal mir erzählt, wer dein mysteriöser Geschäftspartner ist? Warum machst du so ein Geheimnis draus? Du weißt, ich erzähle ungern Dinge über Geschäfte, die noch nicht in trockenen Tüchern sind. Ich musste ihr so viel Geld geben. Sonst hätte Werner die Anteile gekauft und uns hier rausgelockt. Aber dir muss doch klar gewesen sein, dass sie das Geld zur Flucht nutzen wollte. Ich hab ihr nur das Geld für die Anteile gegeben. Das war ein völlig legales Geschäft. Dass sie fliehen wollte, wusste ich nicht. Hast du ihr geholfen, aus der Untersuchungshaft freizukommen? Um diesen Deal mit ihr zu machen? Nein. Es tut mir leid. Ich bin in diesem Moment völlig durch den Wind. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir beide uns vertrauen. Schon ein komisches Gefühl, da reinzugehen. Wo ist denn seine kleine Spieluhr? Ja, hat er die schon wieder rausgeworfen? Ich gehe sie schnell suchen. Ja. Ja. Die Mami kommt doch gleich wieder. Thomas, stimmt's? Gibt's denn gar nichts, womit man ihn beruhigt? Ich habe alles probiert. Ich habe ihn gewickelt, gefüttert, alle Schnuller ausprobiert, aber der von Boris funktioniert halt immer am besten. Ja, wo ist der? Ja, den habe ich verloren, als ich der Stahl begegnet bin. Okay, vielleicht ist er beim Portier abgegeben worden. Hab ich schon versucht. Nein, ist er nicht. Wahrscheinlich hat sie ihn eingesteckt. Sie haben mir irgendwas hinterhergebrüllt, aber ich wollte nur noch weg. Ich hab sie. Es wäre wirklich schade gewesen, wenn die verloren gegangen wäre. Ist nämlich von da. Ich dachte, du hast keinen gefunden. Ist das Toms Schnuller, den die Stahl an sich genommen hat? Warum hast du ihn jetzt wieder, Tina? Wenn Sie meinen. Bis dann. Ich habe Fabienne kaum wachgekriegt. Sie ist total verkatert. Es war die Kripo. So, wollen Sie jetzt meine Aussage haben? Nein, meine. Sie haben Fragen zum Tatort. Ach so, ja klar. Du als Barchefin kennst dich dort am besten aus. Oder die verdächtigen mich.
Was, dich? Ich habe mich vor einigen Tagen geweigert, die Stahl zu bedienen. Das ist doch kein Mordmotiv. Na ja, wer weiß, was der Meiser sich da zusammenreimt. Ja, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Was glaubst du, was der für Presse kriegt? Musical-Star unter Mordverdacht. Die Polizei hasst Presse. Meiser. Meiser ist aber da anders. Also, du hast doch durch mich erst von dem Mord erfahren. Und du warst die ganze Nacht zu Hause. Leider, ohne Zeugen. Du brauchst bestimmt kein Alibi. Allerdings vielleicht jemand anders. Natascha, hör mir mal zu. Du musst mir einen Gefallen tun. Du musst der Pol... Morgen. 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 Aber in den Kopfschmerztabletten. Ja, frag ihn, er ist Arzt, ich muss los. Die Polizei wartet auf mich. Polizei? Ja, Natascha! Ja, du weißt von nichts, hm? Beatrice Stahl wurde gestern Nacht ermordet. Was? Victor? Ja? Hast du schon gehört, was gestern passiert ist? Ja, schlimme Geschichte. Bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Aber hast du irgendetwas damit zu tun? Ich verdächtige dich nicht, aber ich mache mir Sorgen. Natürlich tust du das, sonst würdest du sowas nicht fragen. Du wolltest dir gestern Frau Stahl vorknüpfen. Ja. Und du warst ziemlich wütend. Ja, weil die Frau dich mit dem Kuss erpresst hat. Du wolltest sie abhalten, Christoph davon zu erzählen. Und heute ist sie tot. Logisch habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ja, da haben wir einmal zu viel nachgedacht, Frau Doktor. Aber es ist natürlich auch logisch. Wer Tankstellen überfällt, der mordet auch Leute. Bitte, Victor. Ich bin gestern noch zu ihrem Zimmer gegangen. Aber als ich geklopft habe, hat sie nicht aufgemacht. Und dann bist du einfach gegangen? Nein. Zum Runterkommen habe ich eine Partie Billard gespielt. Ich wollte sie mir dann heute noch mal vornehmen. Echt, Alicia, ich bitte dich. Aber ich weiß, dass das unter diesen Umständen nicht besonders glaubwürdig klingt. Aber das ist die Wahrheit. Okay. Ich glaube dir. Ich wollte dich nicht verletzen. Wirklich? Ja. Entschuldige die Frage. Wirklich, es tut mir leid. Dass die Hexe des Todes ist echt krass. Würdest du sie bitte nicht so nennen? Ich hab mich gestern noch wegen dir abgeschossen. Kanopka. Habe ich mit dem gestern noch gesprochen? Ja, er sagte, du warst sehr wütend auf Frau Stahl. Ist ja auch klar, weil ich hier dauernd über den Weg laufe. Gelaufen bin. Herrgott, Fabian, warum kommst du nicht zu mir, wenn es dir schlecht geht? Warum musst du dich betrinken? Du bist 16. Bitte, lass das solche Predigt. Ich geh duschen. Weißt du überhaupt, wie du gestern Nacht nach Hause gekommen bist? Ja. Du hast keine Ahnung mehr. Filmriss. Viel zu viel Bier. Ich weiß nur noch, dass ich gestern vom Bräustüberl zwei Flaschen mitgehen lassen habe. Und die habe ich dann noch draußen getrunken. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich in mein Bett gekommen bin. Aber ist auch egal, das Thema ist durch, die Frau ist tot. Das klingt ja fast so, als findest du das gut. Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich wegen dir heul. Fällt Ihnen denn irgendetwas auf, das anders ist als sonst? Natürlich. Nein, ich meine, es sind irgendwelche Gegenstände vielleicht am falschen Platz oder auch ganz verschwunden? Ach so, Entschuldigung. Ja, ich, also, so ganz spontan kann ich das jetzt gar nicht so sagen.
Wolfie. Der Wolfie ist weg. Wer? Wolfgang Amadeus Mozart. Die Büste hier, direkt neben der Sissi. Oh Gott. War das etwa die Mordwaffe? Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Also ja. Wie konnte ich ihn das nur fragen? Victor hat die Wahrheit gesagt. Er ist kein Mörder und auch nicht gewalttätig. Egal, was er früher gemacht hat. Ich habe doch gesehen, wie Zane das immer noch mitnimmt. Dass sein Komplize damals die Frau in der Tankstelle schwer verletzt hat. Okay. Victor kann manchmal ganz schön wütend werden. Aber das hat vor allem mit seinem Vater zu tun. Gott sei Dank habe ich Christoph nichts von dem Kuss erzählt. Das hätte böse enden können. Herr Kommissar! Herr Kriminalhauptkommissar! So geht's nicht. Was genau geht so nicht? Ihre schnüffelnden Kollegen haben mir mein gesamtes Kräuterbeet verwüstet. Also wir schnüffeln nicht, wir ermitteln. Der ganze Zitronenthymian ist hin. Du, geh doch schon mal vor. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger, ja? Und was ist mit meiner Dorade? Meinem Kräutersalz? Den Zitronenthymian-Tartelets? Sie haben doch jetzt einen Stern, wie ich gehört habe. Da werden Sie dieses kleine Problem doch sicher auch lösen können. Dann sagen Sie mir wenigstens, was Sie hier suchen. Tut mir leid, darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Der Mord ist doch da drin geschehen. Da gibt es also keinen Grund, hier draußen alles umzuwühlen. Glauben Sie mir, wir haben einen Grund. Haben Sie auch einen Durchsuchungsbefehl? Den brauchen Sie nämlich, kennen mich aus. Also so langsam habe ich den Eindruck, dass Sie unsere Ermittlungen behindern wollen. Hat das vielleicht einen speziellen Grund? Was? Wollen Sie etwa verhindern, dass wir etwas finden, das Sie belasten könnte? Nein, natürlich nicht. Na du, Sigi, was machst du denn? Hallo, Hildegard. Grüß dich. Guten Morgen. Dein Chef scheint ja immer noch zu seinen cholerischen Anfällen zu neigen. Bin ich vielleicht cholerisch? Also wenn mein Chef einen guten Tag hat, dann ist er die Ruhe selbst. Sie, Sie haben es gehört. Bitte schnüffeln Sie ruhig weiter. Ich will ja Ihre Ermittlungen nicht behindern. Was denn für Ermittlungen? Meine Vorsätze, endlich mal wieder Urlaub zu machen, werden leider jedes Mal aufs Neue durchkreuzt. Ja, willst du damit sagen, dass hier schon wieder ein Mord passiert ist am Fürstenhof? Damit hast du leider den Nagel auf den Kopf getroffen, meine Liebe. Ich hatte den Schnuller gar nicht verloren. Ich habe ihn wiedergefunden. Wo? Wo warst du wirklich in der Nacht? Tina, du kannst mir alles sagen. Ich habe gelogen. War eigentlich nur halb. Die Nachtapotheke, die hatte wirklich schon zu. Aber als ich davor stand, kam die ganze Wut über Beatrice Stahl in mir hoch. Und ich... Dann bin ich zu ihr gegangen, weil ich Tom Schnuller zurückhaben wollte. Auf dem Weg zu ihr wurde meine Wut immer größer. Und es war mir egal, dass es schon so spät war. Haben Sie mal auf die Uhr gesehen? Was wollen Sie? Sie haben den Schnuller von Tom. Und den will ich zurück. Und zwar sofort. Geben Sie mir den Schnuller! Deswegen müssen Sie ja nicht so ein Theater veranstalten. Sie haben das Ding verloren und ich habe es aufgehoben. Hier, bitteschön. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Kleine bei Ihnen viel weint. Was? Wahrscheinlich vermisst er mich ganz schrecklich. Der arme Schatz. Ich habe ihn immer in den Schlaf gewiegt.
La, le, lu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Sie sind krank! Und am liebsten würde ich sie umbringen! Ich habe mich einfach von mir selbst erschrocken. Ich muss zu meinem Kind. Nils, ich weiß, wie das klingt. Ich sage ihr, dass ich sie umbringen will und ein paar Stunden später liegt sie tot in der Hotelbar. Deswegen habe ich dir nichts gesagt. Nils, ich habe sie nur angeschrien. Ich habe sie nicht umgebracht. Du musst mir das glauben. Jetzt zertrampeln mir die ganzen Rabatten. Weißt du, was die da suchen? Die Tatwaffe. Vermutlich die Mozart-Büste aus der Bar. Da, woher willst du das wissen? Von Natascha. Damit ist sie auch deine absurde Idee erledigt. Charlotte könnte etwas mit der Tat zu tun haben. Ja, was ich vorhin gesagt habe, habe ich nicht so gemeint. Ich wollte ja nur... Nur Sherlock Holmes für Arme spielen, ist mir schon klar. Aber Tatsache ist, Charlotte hatte keine Büste in der Hand, als er Doc und ich zu ihr traten. Oh ja. Sie hat sich auch nirgendwo versteckt. Also muss der Täter die Tatwaffe mitgenommen haben. Und dann irgendwo verschwinden lassen. Vermutlich im Garten. Ich bin so froh, dass es nicht Charlotte sein kann. Ehrlich. Ja, ist ja schon gut. Redet ihr über mich? Ja, ich habe gerade zu Werner gesagt, wie schlimm es für dich sein muss, die eigene Schwester auf so tragische Weise zu verlieren. Herzliches Beileid. Ich hoffe nur, dass es niemand war, den wir kennen. So absurd es klingt. Ein Fremder wäre mir lieber. Oder Christoph Saalfeld. Wie kommst du denn auf den? Na, nur so. Dann wandert er in den Knast und wir sind ihn endlich los. So Quatsch, der hat doch überhaupt kein Motiv. Ich wollte dir sagen, dass ich bei Beatrice Stahl war. Aber genau in dem Moment hat Boris den Anruf bekommen, dass sie ermordet wurde. Nils. Ich bin noch eine der Ersten, die verdächtigt werden würde. Ich habe kein Alibi und ein Motiv. Und du warst vor Ort. Sieht echt nicht gut aus. Eben. Ich glaub dir doch. Was ist mit den anderen? Was ist denn, wenn ich unschuldig ins Gefängnis muss? Wenn sie mir Tom noch mal wegnehmen, das überlebe ich nicht. Das wird schon nicht passieren. Guten Morgen, Frau Kessler. Hallo, Herr Kommissar. Ich hätte da im Zusammenhang mit dem Mord an Beatrice Stahl ein paar Fragen an Sie. Ich nehme mal an, Sie haben von der Sache gehört. Ah, hallo, mein Schatz. Na? Hallo. Also, hallo, ist gut. Und? Was wollte Kommissar Meiser von dir wissen? Ich konnte ihm einen ganz wichtigen Hinweis geben. Sie wurde von Wolfi erschlagen. Der Büste! Ja, gut. Sehr gut. Hör zu. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber sollte dich die Polizei nach Fabienne fragen, könntest du dann bitte bestätigen, dass ich ihn letzte Nacht nach Hause gebracht habe? Warum? Er braucht vielleicht ein Alibi. Und dein Freund, der Kommissar, der weiht dich nicht in seine Theorien ein? Wie kommst du denn jetzt darauf? Der Sigi Meiser spricht doch nicht mit mir über seine Kriminalfälle. So Beatrice Stahl, die hat wirklich vielen Menschen übel mitgespielt. Aber so einen Tod wünscht man niemandem. Tja, Gott sei ihre Seele gnädig. Wessen Seele? Wer ist denn gestorben? Alfons, wir hatten schon drüber gesprochen.
Beatrice Stahl ist erschlagen worden. In der Pianobar. Oh Gottes Willen, wie habe ich denn das vergessen können? Ausgerechnet die Frau Stahl, das war so eine reizende Person. Die hat mir sogar mal das Leben gerettet, oder? Damals, als ich fast an einer Erdnuss erstickt wäre. Schatz, ich kann mich genau erinnern. Ja. Und was noch? Was meinst du? Was noch? Was fällt dir denn noch ein, wenn du an Beatrice Stahl denkst? Na ja, dass sie mit dem Herrn Stahl verheiratet war. Aber der ist ja auch schon tot. Und sonst? Das ist doch jetzt nicht so wichtig, Alfons. Doch, da war noch irgendwas. Irgendwas Schlimmes. Ach, Papa, ist doch jetzt egal. Dir fällt es schon noch ein. Und wenn nicht, dann ist es doch auch kein Drama. Ja. Ich gehe jetzt. Das ist schön, dass du das alles schaffen willst. Naja, ich hab ja sonst nichts zu tun. Geh ruhig. Wir sollten versuchen, etwas Schlaf nachzuholen. Charlotte? Ja, wenn man vom Teufel... Ach, wir haben gerade über dich geredet. Charlotte, ich wollte dir mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Und du läufst uns nach, nur um nett zu sein? Okay, sparen wir uns die Höflichkeiten und kommen gleich zum Punkt. Ich möchte diese Wohnung. Und ich möchte meine Ruhe, wenn ich bitten darf. Alicia stört es, dass wir immer noch in einem Hotelzimmer wohnen. Und da der von mir geplante Glasanbau dieses Jahr leider nicht fertig werden wird, habe ich beschlossen, hier einzuziehen. Also, wenn ich dich daran erinnern darf, diese Wohnung gehört immer noch uns. Ja. Voilà. Beatrice hat dir ihre Anteile verkauft? Und damit gehört mir die absolute Mehrheit. Und ich kann hier ab jetzt machen, was ich will. Ehrlich, ich weiß nicht, wo David sich aufhält. Obwohl er der Vater ihres Sohnes ist? Naja, also sowas soll vorkommen. Verhalten Sie sich bitte ruhig, ja? Wir werden jedenfalls weiterhin verstärkt nach Herrn Hofer fahnden. Ich glaube nicht, dass er es gewesen ist. Weil es auch noch andere gibt, die ein Motiv hätten? Das muss eine sehr schlimme Zeit für Sie gewesen sein, als Frau Stahl Ihnen ihr Kind gekidnappt hatte. Natürlich. Aber die ist ja jetzt vorbei. Weil Frau Stahl tot ist? Nein, weil Tom wieder bei mir ist. Aber mussten Sie denn nicht befürchten, dass sie Ihnen ihren Sohn noch einmal stiehlt? Ich habe ihr nicht vertraut, falls Sie das meinen. Welche Mutter hätte das schon? Man will doch schließlich sein Kind beschützen, oder? Frau Kessler, wo waren Sie denn gestern Nacht zur Tatzeit zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr? Ich... Hier. Tina war die ganze Nacht hier. Also wir gemeinsam. Ich kann das bezeugen. Stimmt das denn? Ich habe Fabienne kaum wach gekriegt. Du bist total verkatert. Es war die Kripo. So, wollen die jetzt meine Aussage haben? Nein, meine. Sie haben Fragen zum Tatort. Ach so, ja klar. Du als Barchefin kennst dich dort am besten aus. Oder die verdächtigen mich. Was, dich? Ich habe mich vor einigen Tagen geweigert, die Stahl zu bedienen. Das ist doch kein Mordmotiv. Na ja, wer weiß, was der Meiser sich da zusammenreimt.
Ja, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Was glaubst du, was der für Presse kriegt? Musical-Star unter Mordverdacht. Die Polizei hasst Presse. Meiser. Meiser ist aber da anders. Also du hast doch durch mich erst von dem Mord erfahren. Und du warst die ganze Nacht zu Hause. Leider, ohne Zeugen. Du brauchst bestimmt kein Alibi. Allerdings vielleicht jemand anders. Natascha, hör mal zu. Du musst mir einen Gefallen tun. Du musst der Pol... Morgen. 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 Haben wir eine Kopfschmerztablette da? Ja, frag ihn erst. Arzt, ich muss los. Die Polizei wartet auf mich. Polizei? Ja, Natascha! Ja, du weißt von nichts, hm? Beatrice Stahl wurde gestern Nacht ermordet. Was? Victor? Ja? Hast du schon gehört, was gestern passiert ist? Ja, schlimme Geschichte. Bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Aber hast du irgendetwas damit zu tun? Ich verdächtige dich nicht, aber ich mache mir Sorgen. Natürlich tust du das, sonst würdest du sowas nicht fragen. Du wolltest dir gestern Frau Stahl vorknüpfen. Ja. Und du warst ziemlich wütend. Ja, weil die Frau dich mit dem Kuss erpresst hat. Du wolltest sie abhalten, Christoph davon zu erzählen. Und heute ist sie tot. Logisch habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ja, da haben wir einmal zu viel nachgedacht, Frau Doktor. Aber es ist natürlich auch logisch. Wer Tankstellen überfällt, der mordet auch Leute. Bitte, Victor. Ich bin gestern noch zu ihrem Zimmer gegangen. Aber als ich geklopft habe, hat sie nicht aufgemacht. Und dann bist du einfach gegangen? Nein. Zum Runterkommen habe ich eine Partie Billard gespielt. Ich wollte sie mir dann heute noch mal vornehmen. Echt, Alicia, ich bitte dich. Aber ich weiß, dass das unter diesen Umständen nicht besonders glaubwürdig klingt. Aber das ist die Wahrheit. Okay. Ich glaube dir. Ich wollte dich nicht verletzen. Wirklich? Ja. Entschuldige die Frage. Wirklich, es tut mir leid. Dass die Hexe des Todes ist echt krass. Würdest du sie bitte nicht so nennen? Ich hab mich gestern noch wegen dir abgeschossen. Kanopka. Hab ich mit dem gestern noch gesprochen? Ja, er sagte, du warst sehr wütend auf Frau Stahl. Ist ja auch klar, weil ich hier dauernd über den Weg laufe. Gelaufen bin. Herrgott, Fabian, warum kommst du nicht zu mir, wenn es dir schlecht geht? Warum musst du dich betrinken? Du bist 16. Bitte, lass das solche Predigt. Ich geh duschen. Weißt du überhaupt, wie du gestern Nacht nach Hause gekommen bist? Ja. Du hast keine Ahnung mehr. Filmriss. Viel zu viel Bier. Ich weiß nur noch, dass ich gestern vom Bräustüber zwei Flaschen mitgehen lassen habe. Und die habe ich dann noch draußen getrunken. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich in mein Bett gekommen bin. Aber ist auch egal, das Thema ist durch, die Frau ist tot. Das klingt ja fast so, als findest du das gut. Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich wegen dir heul. Fällt Ihnen denn irgendetwas auf, das anders ist als sonst? Natürlich. Nein, ich meine, es sind irgendwelche Gegenstände vielleicht am falschen Platz oder auch ganz verschwunden? Ach so, Entschuldigung. Ja, ich, also, so ganz spontan kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Wolfi! Der Wolf!
ist weg. Wer? Wolfgang Amadeus Mozart. Die Büste hier, direkt neben der Sissi. Oh Gott. War das etwa die Mordwaffe? Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Also ja. Wie konnte ich ihn das nur fragen? Victor hat die... Ist sie unglücklich gestürzt? Sieht nicht so aus, nein. Etwa Mord? Höchstwahrscheinlich ja. Vielleicht ist der Täter noch hier. Das glaube ich kaum. Wen rufst du denn an? Die Polizei natürlich. Moment, Charlotte. Lass uns erst überlegen. Was denn? Du hast die Leiche allein entdeckt. Wir müssen behaupten, wir hätten sie zu dritt gefunden. Dr. Niederbühl hier. Ich möchte einen Todesfall melden. Im Fürstenhof. Wahrscheinlich Mord. Entschuldige, ich habe versucht, leise zu sein. Wann bist du denn gekommen? Weiß ich nicht genau. Ungefähr vor einer halben Stunde. Was hast du so lange gemacht? Wir müssen noch was erledigen. Du sahst so süß aus. Ich wollte dich nicht wecken. Das ist lieb von dir. Ja. Ich bin der Liebste der Welt. Absolute Diskretion. Die Gäste sollen so wenig wie möglich belästigt werden. Ja. Und hat er was gesehen? Er war am ersten Stock und hat einem Gast mit dem Fernseher geholfen. Hier konnte doch jeder unbemerkt rein und raus. Und Beatrice erschlagen. Hier, Nava. Navent. Navent. Abend. Wieder mal ein Verbrechen am Fürstenhof. Haben Sie den Tod festgestellt? Stumpfes Schädeltrauma. Meiner Ansicht nach durch Fremdeinwirkung. Wenn Sie wollen, dass ich den Totenschein ausstelle... Erstmal interessiert mich, wer die Leiche gefunden hat. Sie alle zusammen? Nein, nur ich. Sie war ja Ihre Schwester. Mein Beileid. Danke. Wie kam es denn dazu, dass Sie Ihre Schwester so gefunden haben? Naja, Ich habe ein Geräusch in der Bar gehört. Um wie viel Uhr war das? 12:30. Können wir vielleicht woanders reden? Ja, natürlich, in meinem Büro. Brauchen Sie mich dabei? Nein, unser Gerichtsmediziner ist bereits unterwegs. Sobald wir Ihre Aussage brauchen, melden wir uns bei Ihnen. Gehen Sie ruhig schon mal vor. Ich muss noch kurz zu den Kollegen, ja? Boris noch nicht da? Er hat doch gesagt, dass er spät kommt. Aber ich bin auch ein guter Babysitter. Tom schläft schon eine ganze Weile. Dann bist du genauso gut wie dieser Wunderschnuller. Hast du einen bekommen? Was? Ein Schnuller in der Nachtapotheke. Du warst echt ewig weg. Ach, das tut mir leid. Danke, dass du auf ihn aufgepasst hast. Ist alles in Ordnung? Du hast echt lang gebraucht. Einfach nur müde. Dann lasse ich euch jetzt allein. Mhm. Ich bringe euch nach.
morgen zum Frühstück semmeln. Und dann erzählst du mir, was du die ganze Nacht getrieben hast. Tschüss, Dom. Verdächte diese Nullnummer am Ende noch dich. So, Frau Saalfeld, dann können wir jetzt starten. Ja, wie gesagt, meine Frau hat Sie sind jetzt nicht gefragt. Frau Saalfeld, ist es denn in Ihrem Sinne, dass Ihr Mann dabei ist? Ja. Gut, dann machen Sie uns doch bitte mal einen Kaffee. Frau Saalfeld, sind Sie denn überhaupt in der Lage, meine Fragen zu beantworten? Ihre Schwester tot. Das ist bestimmt ein schwerer Schock für Sie. Sicher. Dann berichten Sie mir doch mal bitte so genau wie möglich, was Sie gemacht haben, bevor Sie Ihre Schwester gefunden haben. Ich habe einen kurzen Nachtspaziergang gemacht. Das tue ich öfter. Als ich in das Hotel zurückkam und durch die Lobby ging, hörte ich plötzlich ein Geräusch. Hallo? Ein Rumpeln aus der Bar. Die Bar war schon geschlossen. Der Nachbar, bei der Leiche war. Woher weißt du das denn schon? Von Michael. Hat sich dir gestanden. Sag mal, spinnst du? Sie war es nicht. Das versucht ihr doch gerade zu erklären. Sie hat ein Motiv und die Gelegenheit. Ach, Unsinn. Und sie hat sowas Ähnliches schon mal gemacht. Sie hat auf Friedrich Stahl geschossen. Ja, aber das war doch ganz was anderes. Ich sag doch nicht, dass sie Beatrice absichtlich umgebracht hat. Vielleicht war es ja ein Unfall. Also ich stelle mir das so vor. Charlotte sieht in der Nacht noch Licht in der Bar, will nachschauen und trifft dort überraschend auf Beatrice. Was machst du hier? Die Bar ist geschlossen. Willst du mich rausschmeißen? Ich werde dich anzeigen wegen versuchten Mordes. Mach nur. Du wirst nie beweisen können, dass ich dich die Schlucht hinuntergestoßen habe. Ich werde es versuchen. Schon vergessen, Schwesterherz. Ich komme immer davon. Charlotte sieht rot. Chin, chin. Stößt die Hufe. Sie fällt. Und dabei ist sie so unglücklich gestürzt, dass sie sofort tot war. Sie ist nicht gestürzt. Sie wurde erschlagen. Klingt doch aber logisch, oder? Charlotte hätte niemals so etwas Brutales getan. Vielleicht war es ja Notwehr. Die Welt kann froh sein, dass du Koch geworden bist, nicht Kommissar. Also, warum komme ich überhaupt zu dir? Weil ich dein Bruder bin und euch niemals verraten würde. Wenn an deiner hanebüchenen Theorie etwas dran wäre, hätte Charlotte mir das erzählt. Sie würde mich nie anlügen. Hat die Polizei schon eine Vermutung, wer es war? Mein Vater sagt, sie befragen gerade alle Gäste. Ich soll sie beruhigen. Er macht sich Sorgen, dass die meisten abreisen. Kein Wunder. Da läuft ein Mörder frei rum. Was ist? Nichts. Ich muss los. So sollte niemand sterben müssen. Aber ich bin erleichtert. Es ist schlimm, sowas zu sagen, ich weiß. Das ist total verständlich. Oh, der arme Tom. Hast du jetzt einen Schnuller? Nein. Ich habe immer noch keinen gefunden. Ich probiere es einfach mal damit. Also die Clausens konnte ich gerade noch mal davon abhalten, abzureisen. Aber viele befürchten, sie könnten ebenfalls ermordet werden, als wäre das hier ein Killerhotel. Boah, sie sind inzwischen nah und bitte die Gäste schon beruhigen. Er hat ein Händchen dafür. Ja, hoffentlich kann er auch diesen Kommissar einbremsen. Das ist echt eine Frechheit, wie der mich als Verdächtigen behandelt. Wundert dich das?
Du hast einer Verbrecherin angeblich eine Tasche mit 2,5 Millionen Euro gegeben, die jetzt verschwunden ist. Was heißt denn angeblich? Ich habe sie ihr gegeben. Aber jetzt hat sie wahrscheinlich der Mörder. Woher wusste der von dem Geld? Hast du nicht mal mir erzählt, wer dein mysteriöser Geschäftspartner ist? Warum machst du so ein Geheimnis draus? Du weißt, ich erzähle ungerne Dinge über Geschäfte, die noch nicht in trockenen Tüchern sind. Ich musste ihr so viel Geld geben. Sonst hätte Werner die Anteile gekauft und uns hier rausgelockt. Aber dem muss doch klar gewesen sein, dass sie das Geld zur Flucht nutzen wollte. Ich habe ihr nur das Geld für die Anteile gegeben. Das war ein völlig legales Geschäft. Dass sie fliehen wollte, wusste ich nicht. Hast du ihr geholfen, aus der Untersuchungshaft freizukommen? Um diesen Deal mit ihr zu machen? Nein. Es tut mir leid. Ich bin in diesem Ort völlig durch den Wind. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir beide uns vertrauen. Schon ein komisches Gefühl, da reinzugehen. Was ist denn seine kleine Spieluhr? Ja, hat er die schon wieder rausgeworfen? Ich gehe sie schnell suchen. Ja. Ja. Die Mami kommt doch gleich wieder. Du hast Hunger, stimmt's? Gibt's denn gar nichts, womit man ihn beruhigt? Ich habe alles probiert. Ich habe ihn gewickelt, gefüttert, alle Schnuller ausprobiert, aber der von Boris funktioniert halt immer am besten. Ja, wo ist der? Ja, den habe ich verloren, als ich der Stahl begegnet bin. Okay, vielleicht ist er beim Portier abgegeben worden. Hab ich schon versucht. Nein, ist er nicht. Wahrscheinlich hat sie ihn eingesteckt. Sie haben mir irgendwas hinterhergebrüllt, aber ich wollte nur noch weg. Ich hab sie. Es wäre wirklich schade gewesen, wenn die verloren gegangen wäre. Ist nämlich von da. Ich dachte, du hast keinen gefunden. Ist das Toms Schnuller, den die Stahl an sich genommen hat? Warum hast du ihn jetzt wieder, Tina? Wenn Sie meinen. Bis dann. Angeblich wurde die Leiche gegen 12:30 gefunden. Wenn die Obduktion das bestätigt, gehen wir von 0:20 Uhr als Todeszeitpunkt aus. Wo waren Sie denn da? Ja, wieder hier. Können Sie das bestätigen? Ich habe geschlafen, als er kam. Also kein Alibi. Ich war im Bad unter der Dusche, direkt nebenan. Ich wollte Alicia nicht wecken, aber sie hat gesehen, wie ich aus dem Badezimmer gekommen bin. Ja, das stimmt. Gut, dann danke ich für Ihre Aussage. Ach, ich bräuchte noch eine genaue Beschreibung dieser Reisetasche. Bei der Leiche wurden nämlich keine 2,5 Millionen gefunden. Gut, wie du meinst, Desiree. Ich glaube, ich mache uns mal einen Tee. Bitte lieber einen Cognac. Ein Cognac. Das war mal ein kurzes Gespräch mit Desiree. Sie war nicht mal berührt. Vielleicht war sie zu geschockt. Als ich ihr gesagt habe, dass es Mord war, da hat sie gelacht. Und gemeint, da hätte endlich jemand dafür gesorgt, dass Beatrice für ihre Schandtaten bezahlt. Oh, das ist aber bitter. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Sie will auch nicht zur Beerdigung kommen. Das soll alles ich organisieren. Sind wir doch mal ehrlich. Die Desiree war nie sonderlich zart beseitet. Da war sie ihrer Erzeugerin wahrscheinlich ähnlicher, als sie es selbst geglaubt hat. David ist da anders. Emotionaler. Auch wenn er seine Mutter am Schluss sehr gehasst hat. Aber du glaubst doch nicht, dass er heimlich zurückgekommen ist, um das zu vollenden, was er damals versäumt hat? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. David ist kein Mörder. Aber genauso wenig wie du. Werner. Als Beatrice damals an den Fürstenhof kam, da
habe ich mich so gefreut, endlich eine Schwester zu haben. Man soll ja nichts Schlechtes über Tote sagen, aber hätte ich damals geahnt, wie alles endet und dass sie mich umbringen wollte. Ja, niemand konnte wissen, was im Kopf dieser Frau vor sich ging. Allein, was sie der Frau Kessler angetan hat. Ja. Gut, dass sie niemandem mehr schaden kann. Tja, vor ein paar Stunden habe ich mir noch gewünscht, dass sie dafür bezahlt. Aber doch nicht so. Als sie da rausgebracht wurde, da... Durch die Lobby. Unmöglich. Dana, ich habe gar nichts gefühlt. So wie jetzt auch. Ich bin ganz leer. Morgen. Oh, habe ich dich aus dem Bett geholt? Aus dem Bad. Eigentlich will ich zu Tina. Die ist noch in ihrem Zimmer und füttert den Kleinen. Nein, bin ich nicht. Tom ist satt und zufrieden. Hey. Semmeln, wie versprochen. Dann gehe ich mir mal die Zähne putzen. Ja. Und Schokohörnchen. Super, Boris hat schon Kaffee gemacht. Ist ja ein richtiger Schatz. Der Boris kocht Kaffee, spielt Bodyguard, ist auch Wunderschnuller. Hast du eigentlich einen bekommen? Was? Ein Ersatzschnuller aus der Nachtapotheke. Die Apotheke hatte gar keinen Nachtdienst. Da habe ich mich verguckt. Und als ich einen Ersatz gesucht habe, da bin ich zu... Boris, dein Handy klingelt! Guck mal, wer dran ist. Dein Papa. Wie wär denn schon so früh? Ja? Moment, Moment, sprich mal langsamer, was? Oh Gott, ist das sicher? Okay. Ist was passiert? Frau Stahl wurde ermordet. Vielleicht weiß er David Hofer. Charlotte, nicht glauben, eher nein. Ihre Tochter? Die ist in Thailand. Kommt noch nicht mal zur Beerdigung. Sprecht über Frau Stahl? Entschuldigung, ich wollte nicht lauschen. Hier ist der Schichtplan fürs Restaurant. Danke. Und die Polizei, hat die schon eine Spur? Na, wenn dem so wäre, dann würden sie unsere Gäste nicht weiter panisch machen mit ihrer ständigen Fragerei. Was ist denn los mit dir? Musst du sie so abbügeln? Ich mache mir Sorgen. Um Susan? Um Charlotte. Sie hatte ein Motiv. Nur weil die beiden sich nicht grün waren, heißt es doch nicht, dass jeder, der sich mit seinen Geschwistern nicht versteht, ein Motiv hat. André, Charlotte wollte sich damals gar nicht selbst umbringen. Ihre feine Schwester hat sie die Schlucht runtergestoßen. Was? Charlotte konnte sich damals nicht daran erinnern, wegen der Amnesie. Aber Beatrice hat es gestern vor ihr selbst zugegeben, sie wollte Charlotte töten. Und wenn Meiser das erfährt... Und wenn noch dazu kommt, dass sie die erste... Portier nicht an seinem Platz. Also bin ich hineingegangen, um nachzuschauen. Da sah ich Beatrice. Am Boden. Beatrice. Kannst du mich hören? Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Ja, wir haben meine Frau gehört und sind dann sofort in die Bar. Wer ist wir? Also Dr. Niederbühl und Sie? Ja, Dr. Niederbühl und ich. Wir sind dann sofort zu Charlotte gelaufen und Dr. Niederbühl konnte nur noch den Tod von Frau Stahl feststellen. Haben Sie denn außer diesem Rumpler noch etwas gehört oder gesehen? Nein.
Das war sicher der Mörder. Bitte, überlassen Sie die Ermittlungen uns, ja? Ich brauche eine genaue Liste von allen Angestellten, die heute Nacht im Hotel waren. Natürlich können Sie sofort haben. Und natürlich Einblick ins Gästebuch. Ist das unbedingt notwendig? Wir sind ein Fünf-Sterne-Haus. Wenn unsere Gäste mitbekommen, dass hier die Polizei... Auf Ihren guten Ruf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Unser Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass Frau Stahl erschlagen worden ist. Also, hier läuft ein Mörder frei herum. Schlaf ruhig weiter. Es war nur Boris, der nach Hause gekommen ist und ab jetzt auf uns aufpasst. Wenn ich nur an diese Frau denke. Haben Sie mal auf die Uhr gesehen? Was wollen Sie? Sie haben den Schnuller von Tom. Und den will ich zurück. Und zwar sofort. Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Frau Stahl wurde tot aufgefunden. In ihrer Hotelbar. Sie wurde ermordet. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Unsere Kollegen haben diese Quittung hier bei ihr gefunden. Offenbar hat sie gestern noch ihre Hotelanteile verkauft. Und zwar an Sie. 2,5 Millionen Euro. Ist das richtig? Ja, und bevor Sie fragen, ich habe ihr das Geld in bar gegeben, in einer Reisetasche. Sie wollte das so. Wann und wo war das? Na, in der Hotelbar, also etwa um Mitternacht her. Na, etwa oder definitiv? Definitiv. Ich habe ihr die Reisetasche mit dem Geld gegeben, sie hat mir die Quittung unterzeichnet und dann bin ich wieder gegangen. Da war sie noch quicklebendig. Dann sind Sie wohl derjenige, der Frau Stahl zuletzt lebend gesehen hat. Du bist noch wach? Hast du schon gehört, was im Hotel passiert ist? Nein, ich komme gerade aus dem Frühstück. Beatrice Stahl wurde ermordet. Was? Sie lag erschlagen in der Hotelbar. Die Charlotte hat sie gefunden und die Polizei ermittelt schon. Oh Gott, mein Gott. Ich glaube, wir brauchen was Stärkeres fürs Dorf. Und, hast du sie gesehen? Warst du da? Leider. Und, ich meine, weiß man schon, hat man einen Verdacht? Nein. Übrigens, dein Sohn war heute der Letzte im Braustübel. Fabian. Hast du sonst noch einen? Und der hat sich ganz schön die Kante gegeben. Ja, und warum hast du mich nicht angerufen? Wir haben den halben Abend diese Hexe verflucht. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass er den Tod wünscht. Er wollte direkt zu ihr und sie fertig machen. Ich habe ihn nach Hause geschickt, bevor er noch Unsinn macht. Weiß er, dass sie tot ist? Nein, ich sag's ihm morgen. Und als Mörder kommt ja wohl der halbe Fürstenhof in Frage. Ja, du, da war ich gut drin, sich Feinde zu machen. Ich glaube, es gibt keinen, der um sie trauert.
ist denn das? Frau Stahl,